Hallo und Servus in die Werkstatt von Wooden Nerd. Ich begrüße euch heute zu einem weiteren Videolog hier auf YouTube. Ich möchte euch ein paar Sachen heute vorstellen, unter anderem die Ryobi Zugkapp- und Gärungssäge. Und ich würde sagen, wir legen gleich noch ein Intro los. Vorstellung der Zugkapp- und Gärungssäge von Ryobi. Es geht um die Ryobi EMS 254L. 254 deswegen, weil ein 254 mm Sägeblatt verbaut ist. Das finde ich ziemlich praktisch, weil meine Tischkreissäge, die Bosch PTS 10, hat ebenfalls ein 254 mm Sägeblatt verbaut, sodass ich diese beiden Sägeblätter nach Bedarf austauschen könnte, wenn es denn nötig wäre. Mit diesem 254 mm Sägeblatt ist eine Schnittleistung von 300 mm mal 90 mm möglich. Bei Gärungsschnitten schaut es ein bisschen anders aus. Ich blende euch hier mal die ganzen Schnittleistungen ein. Was bei der Maschine ziemlich positiv ist, ist, dass die Führungsschienen für die Zugfunktion nach vorne ausgearbeitet ist. Das heißt, ich habe nach hinten weniger Platzbedarf und arbeite alles, was in der Zugfunktion ist, nach vorne weg. Für die ganz normale Kapp- und Gärungsfunktion kann ich die Säge hier mit der Schraube justieren und kann ihn nichts mehr nach vorne wegschieben und habe so die ganz normale Kappsägenfunktion. Die Maschine ist ein richtiges Monster. Also ich habe sie bis jetzt noch nicht in die Knie zwingen können. Eher zwingt sie mich in die Knie, und zwar beim Anlauf. Einmal die Starttaste für die Maschine gedrückt, reißt die sofort an. Die Maschine hat keinen Sanftanlauf. Und das kann mit der Zeit wirklich unangenehm werden. Hier hätte man einen sanften Anlauf wirklich sehr gewünscht. Nachdem die Maschine geliefert wurde, waren erstmal einige Einstellungen notwendig. So war dieser Anschlag für die Gärungsschnitte völlig falsch eingestellt. Das heißt, auf 20 cm ist der Schnitt von der Gärung um ca. 2-3 mm abgewichen. Man kann diese Schiene dann einfach mit zwei Schrauben und Drehen dann justieren. Habe ich dann auch gemacht, Probeschnitte gemacht, Winkel angelegt, wieder nachjustiert, Probeschnitt gemacht, Winkel angelegt, passt. Was dann leider dazu führte, dass ich mit dem Sägeblatt in diese untere Leiste oder Abdeckung gekommen bin und ich da reingeschnitten habe. Ist jetzt nicht das große Dramatische. Ich habe leider keine andere Möglichkeit, dass ich die Maschine anders einstellen kann, um saubere Schnitte zu erzeugen und nicht in diese Leiste zu schneiden. Die Maschine besitzt auch einen Laser. Das heißt, wenn ich ein Brett anlege und habe mir einen Strich auf dem Brett gezogen, dann kann ich das Brettchen genau auf dem Laser ausrichten und kann dann einfach genau sehen, wo mein Schnitt erfolgt. Im Lieferumfang enthalten sind zwei solche Tischverbreitungen für die Maschine. Die schiebt man einfach hier in der Seite ein, zieht mit der Schraube fest und dann hat man einfach eine größere Auflagefläche, eben für größere Bretter. Was leider absolut katastrophal bei der Maschine ist, ist die Staubabsaugung. Die hat eine Öffnung, eben die hier nach hinten weggeht. Ich habe die Maschine mal wirklich auf dieser Werkbank in diese Richtung stehen, und wenn ich mit der Maschine arbeite, dann ist hier hinten die ganze Wand voll mit Sägemehl und Sägespäne. Das ist egal, ob ich hier einen Sauger dran habe oder nicht. Die Staubabsaugung ist eigentlich so gut wie nicht vorhanden. Ja, mein Fazit in der Maschine: ich würde es mir nicht mehr kaufen. Hat nicht unbedingt den Grund, dass die Maschine nicht sauber arbeitet. Im Gegenteil, wenn man sie mal beschäftigt hat und die Maschine richtig eingestellt hat, dann funktioniert sie, macht saubere Schnitte und auch die Gärungsschnitte passen. Was mir leider überhaupt nicht gefällt, ist die Absaugung der Maschine, die wirklich grottenschlecht ist. Und was mich noch stört, ist das hohe Gewicht der Maschine. Ist einfach so, dass die Maschine bei mir nicht ständig auf diesem Tisch steht, sondern mal von hier nach da wandert. Und da habe ich das Problem, dass mit 16 Kilo doch eine ganz schön schwere Maschine ist und auch relativ viel Platz braucht. Apropos Staub und Monster: ich habe einen neuen Sauger in meiner Werkstatt. Das ist der WD6P Premium von Kercher. Ich habe Kercher angeschrieben und habe dann eben diesen Sauger als Testgerät zur Verfügung gestellt bekommen. Habe dann die Option, dass ich ihn nachher günstig ablöse. Also ich werde mir den mal für euch anschauen, ob der für die Werkstatt geeignet ist, und gebe euch dann am besten einfach mal ein kleines Fazit in
in einem der nächsten Vlogs. Ein Thema, das mich zurzeit besonders beschäftigt, ist das Drechseln. Ich habe ja in letzter Zeit schon ein paar Videos hochgeladen, wo ich an der Drechselbank zu sehen bin. Habe unter anderem zwei solche Flaschenöffner gemacht und Spielfiguren für das Spiel und habe mich auch schon an einen kleinen Becher versucht. Ich muss sagen, es gibt bis jetzt keine andere Möglichkeit der Holzbearbeitung, die mich so sehr gefesselt hat wie das Drechseln. Ja, warum finde ich Drechseln so toll? Das ist ganz einfach. Ich habe ein Stück Holz, das rotiert und gehe damit einem Eisen ran und forme etwas daraus. Also der Geruch vom Holz kommt raus, ich habe ständig das Holz im Blick, ich sehe, wie sich das Holz entwickelt und wie aus ein Stück Holz dann einfach was wirklich unfassbar Schönes wird. Und das macht total Spaß. Ich bin total begeistert und werde da hoffentlich noch ganz lange Freude dran haben. Ja, dass ich das Drechseln überhaupt ausprobieren konnte, da ist ein Kumpel von mir schuld dran. Der war bei mir in der Werkstatt, hat sich das Ganze mal angeschaut und gesagt, hey du, ich habe vor 5 Jahren mir mal so eine Drechselbank gekauft, die steht bei mir im Keller rum, magst du das mal ausprobieren? Klar, warum nicht, habe ich gesagt. Ja, 5 Tage später hat mir mein Kumpel die Drechselbank vorbeigebracht. Ich habe es aufgebaut und habe gleich mal direkt losgelegt. Es ist tatsächlich so eine sehr günstige Drechselbank. Ist für den Anfang super ausreichend, kann man sie mal reinschnuppern. Habe auch dann auch schnell gemerkt, wo die Schwächen der Maschine sind und habe mich natürlich nach dem Neuen umgeschaut. Ja, und was soll ich sagen, natürlich bin ich fündig geworden und ich erwarte eigentlich schon sehnsüchtig eine Lieferung durch eine Spedition einer neuen Drechselbank. Das ist eine Drechselbank von der Firma Holzprofi. Und ich werde euch die sicherlich dann mal vorstellen und ich freue mich total auf die neue Maschine. Ich bin jetzt schon total aufgeregt und bin gespannt, was ich mit der alles anstellen werde. Ja, aufrüsten ist ein gutes Stichwort. Ich habe mir tatsächlich zu dieser Drechselbank, die ich von meinem Kumpel eben bekommen habe, unfassbar günstigen Satz Drechseleisen bestellt. Ich glaube, da hat der ganze Satz mit 6 Drechseleisen 25 Euro gekostet. Mir war klar, dass das nichts Gutes sein kann. Für den Anfang und zum Ausprobieren hat es gereicht. Wie gesagt, ich habe eigentlich alle Sachen, was ich bis jetzt mit gedrechselt habe, mit diesem billigen Eisen gedrechselt. Habe die immer wieder ja, mehr oder weniger fachmännisch nachgeschliffen und habe versucht, so immer scharfe Klinge zu haben. Hat mehr oder weniger funktioniert. Da wird die nächste Zeit bestimmt auch noch aufgerüstet. Ja, richtig gefreut haben wir vor kurzem über ein Video vom YouTuber BauBoomBang. Der Marcel, der den Kanal macht, hat mit Michael Truppe, bekannt als Let's Bastel, einen Livestream gemacht. Und da haben sie über ein Format und über Zusammenarbeit gesprochen und eben darüber geredet, dass sie in Zukunft ein bisschen auf Instagrammer und YouTuber eingehen wollen und die vorstellen wollen. Und der Marcel hat dann irgendwann gesagt, er hat da irgendwie mal einen Account gesehen und er findet den Typen total cool und hat dann so im Handy nachgeschaut und dann auf einmal so gesagt, der Wooden Nerd, der Wooden Nerd ist das. Und ja, ich muss sagen, ich bin ein bisschen gewachsen und habe mich wirklich sehr gefreut. Marcel, Daumen hoch, vielen Dank dafür. Ja, und so kommt jetzt, dass ich irgendwann in Zukunft mal bei Marcel und Michael zu Gast sein werde und mit den beiden ein bisschen quatschen werde. Ich freue mich total drauf und bin echt gespannt, wie die Jungs so drauf sind. Ja, und wer die beiden noch nicht kennt, ich verlinke es euch unten mal in der Videobeschreibung. Dann kommt sie direkt zu den Kanälen. Ja, große Ereignisse werfen ihr Schatten voraus. Das größte Ereignis in der nächsten Zeit ist wahrscheinlich die Holzhandwerk in Nürnberg. So wie ich das mitbekommen, haben sie da etliche YouTuber schon angemeldet und haben gesagt, sie werden da mal vorbeischauen und vielleicht geht sogar ein kleines YouTuber- oder Community-Treffen zusammen. Ich würde mich freuen, wenn ich ein paar von euch auf der Holz und Handwerk sehen würde. Ich bin am Freitag, den 23. März dort, werde in der Früh mal hochfahren, mal schauen, wie lange das mal oben bleiben und würde mich total freuen, wenn ich ein paar Leute von euch kennenlernen dürfte, ein paar interessante Gespräche führen dürfte und ja, wenn wir uns einfach kennenlernen. Es gibt natürlich auch ein paar Must-Sees für mich, klar, als Drechsel-Neueinsteiger und ja, Drechsel-Wahnsinniger, Drechsel-Süchtling, nennt es wie es wollt, während wir da einige Maschinen und Zubehörteile auf der Messe anschauen. Ich habe gelesen, der Franz Keilhofer, kleiner Drechselguru, ein großer Drechselguru, kommt auf die Messe und macht ein bisschen Showdrechseln, will die unbedingt sehen. Und ich bin auch gespannt, was sonst für Neuerungen von den ganzen Firmen im handwerklichen Bereich oder im Heimwerkebereich
gibt und werde mir das alles mal anschauen. Vielleicht nehme ich meine Kamera mit und zeige euch ein paar Eindrücke von der Messe. Das war es auch schon wieder für heute. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mal einen Daumen hoch. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Wenn euch was nicht gefallen hat, schreibt es ebenfalls in die Kommentare. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Ciao.